In diesem kurzen Video geht es um einen weiteren Tipp oder einen Trick, wie man beim Bankdrücken sich verbessern kann. Es geht um Folgendes, nämlich darum, dass oft gesagt wird, man soll die Schulterblätter zusammenziehen, man soll die Schultern zurückziehen, um da eben die Schultern einerseits zu schützen, andererseits den Krafttransfer zu verbessern und wieder andererseits eine bessere Auflage zu haben, quasi fürs Drücken und halt einfach den Schultergürtel stabil halten und so weiter und so fort, ist sehr, sehr wichtig und viele Leute machen das eigentlich falsch. Es geht darum, dass ich hier zufälligerweise eine Stange vom Power Rack, also eine Säule quasi vom Power Rack habe. Und zwar nicht ohne Grund, denn es geht darum, viele Leute machen das falsch, indem sie quasi einfach nur die Ellenbogen nach hinten ziehen, wie bei einer Ruderübung, und aber die Schulterblätter nicht wirklich zusammenziehen oder zusammen, ja, bewegen quasi. Wie man das ein bisschen ohne Hilfe besser lernen kann, zeige ich euch jetzt sofort. Zum Beispiel, wenn ihr alleine seid, halt geht es so, wenn ihr einen zweiten habt, könnt ihr einfach den anweisen, dass er die Hand dazwischen legt und dann versucht ihr eben die Hand quasi mit euren Schulterblättern quasi ein bisschen zu quetschen, könnte man sagen. Alleine geht das nicht wirklich, man kann nicht die eine Hand so hinhalten und mit der anderen das zusammen, das funktioniert nicht so gut, wie es beim Bankdrücken dann eben sein sollte. Deswegen eben diese Säule hier dahinter stellen mit dem Rücken eben zur Säule, dass die Säule genau zwischen den beiden Schulterblättern ist. Und dann sehen wir mal, wie es falsch gemacht werden würde quasi. Einfach so nach hinten die Ellenbogen, bringt nicht so viel. Wenn ich wirklich mir vorstelle, dass ich mit meinen Schulterblättern diese Säule quasi, ja, zerdrücken möchte. Das heißt, ich kann nämlich auch die Hände vorne lassen und kann trotzdem die Schulterblätter hier zusammen. Und da merkt man wirklich einen großen Unterschied. Und so sollte es dann auch sein. Ich hoffe, das kann man gut im Video erkennen. Zeigen wir nochmal kurz her. Also anstelle, dass ich einfach nur nach hinten ziehe, jetzt die Ellenbogen, wirklich sich darauf konzentrieren, die Schulterblätter zusammenzuziehen und so eben die Säule quasi zu zerdrücken. Und ja, so sollte man das eben machen und diese Position quasi, wo man da nach hinten quasi die Schulterblätter und zusammenzieht, die muss gehalten werden auf der Bank. Und so ist eben noch einmal ein bisschen mehr rauszuholen beim Bankdrücken, noch mal ein bisschen mehr Gewicht möglich. Ist natürlich auch eher fürs Powerlifting gedacht und für Maximalversuche und Kraftaufbau und nicht jetzt besonders vielleicht interessant für manche Leute, die nur Bodybuilding und Muskelaufbau betreiben. Ich hoffe, das wird nicht zu lang, es sollte eigentlich nur ein kurzer Tipp sein, aber man kann nicht alles haben, ne? Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.